bestimmt dort in der Schublade liegen oder irgendwo dort, irgendwo. Fakt ist, ich werde erstmal ihn hier umbringen. Das mache ich dann gleich sofort, wenn er hier in die Ecke geht. Und das ist das Geile an dem Level. Das ist bisher das geilste Level von allen. Weil man alle abmurksen kann quasi. Ich werde höchstwahrscheinlich sogar nochmal eine Runde drehen, bevor ich das Flugzeug starte. Um sämtliche Wachen zu erwürgen. Damit mir keiner mehr auf den Sack gehen kann, ja? Genau, komm mal hier in die Ecke rein, Freund. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Die sind relativ leicht zu überwältigen, muss ich sagen. Oh, dann war er seitlich fallen lassen. Das war aber nicht so schön. Und er wird auch ein geringes Problem darstellen, denke ich mal. Ja, ich warte, bis er in der richtigen Ecke steht, damit ich mich hinter dem stellen kann. Ne, Freund. Okay. Ich begebe mich raus. Sicherlich werden jetzt gleich Wachen reinkommen. Oh, ich habe eine Idee. Ich werde hier rausgehen. Ich überlege noch gerade. Sieht mich wer? Momentan ist noch keiner da. Von hier kommt auch niemand. Noch ist keiner da. Da würde ich doch mal eiskalt sagen, denen sind die Wachen ausgegangen, wa? Da hinten kommt jetzt einer an. Der kann ruhig kommen, ja? Das ist total Wurst. Kommt der jetzt trotzdem noch angelaufen? Oder geht der jetzt wieder zurück? Ich denke, der wird zurückgehen. Mal abgesehen davon, der wird mich eh nicht mehr erkennen, weil ich wieder die Uniform anhab. Die erkenne ich nicht wieder, komischerweise. Obwohl ich mit Uniform jetzt Scheiße gebaut habe. Besorgen Sie einen Schlüssel. Sie benötigen außerdem einen Schlüssel für den Tank. Moment, ich habe doch jetzt irgendwas eingesammelt gehabt. Kennkarte des Mechanikers. Ach so. Und damit hätte ich quasi unten dann ohne Gewalt auch den Schlüssel. Ach so. Ach du Scheiße. Oh. Was? Was zur Hölle? Ihr geisteskrank? Ballern die einfach auf einmal, ja? Ey, der muss echt nicht alle Tassen im Schrank, oder? Er muss sich wieder warten, toll. Muss ich warten, bis die wechseln. Er muss sich nochmal den Schlüssel vor allem holen gehen. Alter. Weil ich nur diesen Ausweis eingesammelt habe. Damit hätte ich dann quasi unten das holen können, wo wir gerade zwei Stück erwürgt haben. Ich habe aber auch nichts in der Hand, ne? Gar nichts. Ist nichts. Ich habe aber noch zwei Medipacks, oder nicht? Oder nur einen? Ich glaube nur einen. So, die sind jetzt weg. Was glitzert denn hier so auf dem Boden rum? Ein Einschussloch, alles klar. So, sind die jetzt auch weg? Oder muss ich noch befürchten, dass hier wer kommt? Muss ich befürchten, dass die mich wiedererkennen? Ich werde jetzt einfach hier nochmal reingehen wieder. So, erkennt der mich oben jetzt hier? Erkennt der mich jetzt? Oder nicht? Wo bleibt der stehen, der Junge? Dort. Alles klar. Wir werden ihn erwürgen, auf jeden Fall. Das ist schon mal, steht schon mal fest. Aber... Was machen Sie hier? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Halt!
Wo der Schlüssel ist, habe ich gefragt. Okay, ich werde sterben. Okay. Herrlich, ne? Weltklasse. Geil. Wieder diese geile Levelbeschreibung, wo sich der Schlüssel befindet. Ja, wir malen einen roten Kreis. Ich befinde mich in dem roten Kreis, aber weit und breit kein beschissener Schlüssel in Sicht. Ja, wir wollen laden. So, wo bin ich jetzt? Ich bin hier. Besorgen Sie einen Ventilgriff. Alles klar, müssen wir den Quatsch jetzt schon wieder machen. Heißt, wieder nach oben gehen. Ach, Leute. So, er wird mich dann jetzt gleich wieder entdecken anscheinend. Das wird der andere nicht mitbekommen, denke ich mal. Na komm. Jawohl. Dich werden wir mal verschleppen. Haben wir. So. Besorgen Sie einen Schlüssel. Sie benötigen außerdem einen Schlüssel für den Tankwagen. Ja. Wo ist der? Hier oben oder unten? Wer kommt denn jetzt noch an? Was machen Sie hier? Warum? Warum kommen aus dem Raum, wo ich gerade einen getötet habe, drei Wachen raus? Was zur Hölle? Das ist ja wieder mal geilste Logik bis zum geht nicht mehr, ja? Wir spawnen aus dem Nichts. Herrlich. So, du bist der erste Freund. Vor allem wieder diese komplette Unlogik, weißt du? Ich habe eine Uniform an, die zu den Deutschen gehört. Und ich trete nur einen Schritt in den Raum rein und werde sofort erschossen. Also, das ist sowas von schwachsinnig. Das kann man sich echt im entferntesten Sinne nicht vorstellen. Wer sich diesen Müll hat ausgedacht. Unglaublich. Besorgen Sie einen Schlüssel. Ja, das kannst du mir tausendmal sagen, ja? Solange ich nicht weiß, wo sich dieser beschissene Schlüssel befindet, kann ich dir noch nicht besorgen, Freundchen. Besorgen Sie einen Schlüssel. So. Mal gucken. Hier ist immer noch kein Schlüssel. Der Schlüssel, der muss irgendwo unten sein, ne? Der ist irgendwo auf der anderen Seite. Der muss irgendwo, hier ist zu. Der muss sich doch in diesem Raum befinden, oder nicht? Nee. Hier vielleicht jetzt? Der muss außerhalb sein, irgendwo. Am Arsch der... Ach, guck mal, hier ist noch eine Tür. Herrlich, dass ich das mal weiß, ne? So, Freundchen, komm mal her. Genau. Und du bist der Nächste. Genau, so machen wir das Ganze. No problem. Dich sieht keiner. Dich wird auch keiner vermissen. Von daher. Alles Paletti, ne? So, wir verstecken dich mal unauffällig hier hinter den Kisten. Oder noch besser in den Kisten drin. Herrlich. So, hier kann man hoch. Ob man hier hoch darf, weiß ich nicht. Ist mir aber auch Wurst. Ventilgriff und Schlüssel brauchen wir. Hier befindet sich ein Typ. Und dich haben wir auch. Na komm. Ach guck mal, er hatte den. Interessant. LKW-Schlüssel haben wir erhalten. Oh, hier war noch einer. Gut, den hat das nicht interessiert, ne? Da wird gerade mal so sein Kumpel erwürgt. Er hört's natürlich nicht. Er tut so, als hätte er nichts gesehen. Geil. Einfach geil, wa? Den habe ich gar nicht gesehen, den Typen.
Die ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Wir haben den Schlüssel bekommen, wundervoll. Jetzt müssen wir noch Ventilgriff besorgen, dann haben wir das alles geschafft. Ist es nicht geil? Ja, wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt trotzdem da oben diesen Ausweis bekomme. Den will ich mir jetzt eigentlich auch holen. Ich werde mir den auch holen irgendwie. Werde aber vorher noch diesen anderen Typen da erwürgen. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich erstmal abspeichern noch ein zweites Mal. Wo ist der? Da, perfekt. Genau dahin. Jawohl, so ist gut. Und der nächste. Ist das schön. Das ist so geil, das Level. Dass man die hier so einfach alle erwischen kann. Nur der Typ, der macht mir Sorgen. Was ist das? Das war sehr dumm von Ihnen. Ja, komm. Freund. Ach Mann! Schnauze jetzt hier! Der Wichser, der wieder aus dem Nichts gespawnt ist, ja? Ey, das ist nicht zu fassen. Wie ich so welche Spiele hasse, ja? Wenn irgendwo aus dem Nichts irgendwelche Viecher spawnen, das ist unglaublich. Das ist sowas von unrealistisch einfach nur. Kann ich überhaupt nicht ab. So, wir werden jetzt erstmal den verkackten Schlüssel holen. Ich spare mir das jetzt hier, die ganzen zu erwürgen. Ja, das brauche ich nicht. Das ist vollkommen Wurst. Die Messerschmitt Me-109 ist ein großartiges Flugzeug. Herrlich. Freuen wir uns alle. Den hat's nicht interessiert. Das ist geil. Ah, ich muss ihn trotzdem erwürgen. Falls er den jetzt entdeckt oder so, ne? Müssen wir den auf jeden Fall auch noch fertig machen. Er hustet trotzdem nochmal, während er ihn erwürgt. Ah, ist das schön, das Spiel. Ist das schön. Bis auf diesen einen Kackoffizier da oben bei diesem Ausweis, ne? Der Typ, der wird noch eine kriegen, ohne Witz. LKW-Schlüssel haben wir. Jetzt noch den Ventilgriff. Ich werde jetzt speichern, nämlich da oben erstmal. Werde ich erstmal schön speichern. Und dann können wir das unendlich oft probieren, bis wir den einmal bekommen haben. So, Freundchen. Hans Seppel, du bist der Nächste. Geh mal. Ja, komm. Freundchen. Das ganze Spiel, der ganze Level hier besteht nur daraus, die Wachen zu erwürgen eigentlich. So, du warst der Nächste. Jetzt nach oben. Ach Mann, Freund, immer wenn ich hochkomme, kommst du aus der Ecke raus. Kannst du auch mal woanders lang gehen? Jetzt muss ich wieder warten. So, Freundchen. Na komm. Genau so. So, Freunde. Hier speichern wir jetzt einfach mal. Ganz genau. So. Ach komm, Freundchen. Ja gut, dann laden wir halt gleich einfach nochmal neu. Ja, das ist kein Problem. Und spawnen jetzt hier auch gleich wieder welche? Ne, noch nicht. Noch nicht. Bin ich auch mal gespannt, ob hier noch wer hochkommt. Ich höre, wie ich hier komme, ne? Ich höre, wie ich hier komme. Sollen sie kommen? Nee, Freund. Ja! Treff mich durch die Tür hindurch. Gute Idee. Nee, Freund, du nicht. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt jetzt diesen Alarm hier durchmache oder ob ich einfach neu lade. Ich warte jetzt einfach erstmal. Wer ist da? Der Arsch da hinten oder was? Als ob der mich sehen kann bis hierher.
Man sieht die Schatten von den Typen. Und da geht irgendwo die Tür die ganze Zeit auf. Wer? Was? Ja, natürlich. Die haben quasi Geräte, mit denen sie durch die Wände durchgucken können. Alter Schwede, echt. Was ein Müll. Und weiter, was nun? Wir können ruhig eine Runde hier ums Haus laufen, no problem. Wenn ihr das so wollt. Ach so, da kommt jetzt auch einer auf einmal. Dann wähle ich lieber diese Option hier. So, ich laufe extra zickzack. Und er trifft mich trotzdem. Geil, wa? Jo. Mann, gib ihm doch eine. Alter Schwede, echt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem Schlagen und mit diesem Schießen, das hätten sie sich in dem Spiel... Das hätten die sich komplett sparen können, weil es einfach nicht vernünftig funktioniert, ja. Du triffst den quasi zweimal durchs Gesicht, aber er fällt einfach nicht um. Dann drückst du dreimal die Taste und der Tastenbefehl wird einfach ignoriert und blockiert und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Es funktioniert einfach nicht vernünftig. So. Ich muss hier eigentlich nicht rein, aber ich will rein, ja. Der hat mich jetzt schon so angekotzt, dass ich ihn unbedingt erwürgen will, ja. Und ich werde ihn auch erwürgen, ohne Witz. Es ist jetzt vorbei. Es ist jetzt Feierabend. Jetzt habe ich dich nämlich. Jetzt ist vorbei. Die ganzen Unruhestifter hier, die hierher kamen und mich immer erschossen haben. Das ist die Rache dafür. Den Ausweis haben wir. Jetzt holen wir uns diesen Griff. Und dann war's das. Ganz einfach. Mal gucken, ob er erkennt, ob das ein richtiger Ausweis ist. Ihre Papiere sind. Und? Gehen Sie bitte durch. Nice. Danke und tschüss. Dann musste ich dich auch gar nicht erwürgen. Aber du stehst jetzt gerade so, dass ich es eigentlich könnte. Deswegen mache ich es jetzt auch einfach mal. Das ist die Rache dafür, dass du dich vorhin ganz zu dem Kreis gedreht hast, ja? Wir rächen uns jetzt erstmal für sämtliche Taten, die uns angetan wurden. Die Rache des Hans-Peter. Weiter geht's. Du bist der, der mich vorhin erschossen hat, glaube ich. Der mir da entgegenkam, als ihr mich eingekesselt habt. Was jetzt? Betanken Sie das Flugzeug. Ohne Kraftstoff werden Sie mit dem Flugzeug nicht weit kommen. Deshalb müssen Sie es auftanken. Ja, und wie, bitteschön? Wie, bitteschön, soll ich es auftanken? Wenn ich mich dahin drehe, ist das die richtige Richtung? Is it? Also muss ich mir den LKW schnappen und mit dem LKW dahin fahren. Verstehe ich das? Richtig? Denke schon. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert, bitteschön? Diese Dinger rauchen schon. Weil die da drauf geschossen haben bestimmt vorhin, ne? So, ich werde ihn nochmal erwürgen jetzt erstmal. Nicht, dass der mich sieht und dass der was dagegen hat. Also, arrivederci. Das ist echt das leichteste Level so an sich. Klar, ich habe jetzt schon ein paar Mal gefailt, aber das lag eher am Kackspiel, würde ich sagen. Hier kann ich auch nicht rein.